Es ist der Tag des Wiedersehens von Mitch Kniat mit seiner alten Liebe. Der Sportclub Verl empfängt Arminia Bielefeld zum ersten OWL-Derby zwischen den beiden seit 28 Jahren. Für beide die Saison noch nicht so, wie man sie sich vorgestellt hat. Dementsprechend soll das Derby ein Wendepunkt sein. Ein Wendepunkt hätte auch diese Aktion sein können. Erst Klos gegen Peto, der dann im Fallen Nachtritt, Fragezeichen. Schiedsrichter Lukas Behnen sagt nein und lässt erstmal weiterlaufen. Und Torge Peto, der ist dann kurz drauf wieder im Mittelpunkt, weil der schaut und sieht, wie Batista Meier startet und dann einen überragenden Flugball spielt. Batista Meier, 1-0, Sportclub Verl, gerade einmal 6 Minuten gespielt und die ausverkaufte Sportclub Arena dreht zum ersten Mal durch. Überragender Ball, die Mitnahme mindestens genauso gut und dann bleibt Batista Meier ganz cool, ganz entspannt vor Jonas Kersken. Alex Ende gefällt, was seine Mannschaft da macht, aber auch Bielefeld immer mal wieder mit Aktionen. So richtig gefährlich wird es dann aber erst in Minute 15. Saren Renbase startet und kriegt den Ball in den Lauf. Der Winkel spitz, aber frech probiert das Pfosten. Der erste Aufschrei im Auswärtsblock. Doch die knapp 1700 mitgereisten Arminia-Fans sehen dann kurz vor der Pause, wie ein individueller Fehler, nämlich hier durch den Ballverlust von Özkan Ochojski, den Turbo anschmeißen lässt. Nico Ochojski hat Lars Lokotsch in der Mitte als Anspielstation, macht's dann aber selber frech. 2-0 Verl. Die Freude riesig beim Sportclub. Der große Nachbar wird geärgert. Und das 2-0, eine Eigenproduktion von Nico Ochojski. Der schaut, ja gut, den Lokotsch, den kann ich da nicht wirklich anspielen. Die einzige Option ist dann halt die Option Frechdachs. Und die macht da richtig gut. Mit Kniat zur Pause alles andere als zufrieden. Natürlich sieht aber einen deutschen Sportclub Arminia Bielefeld, der nach der Pause ein bisschen drückender agiert. Nassim Bujelab kriegt den Ball nicht aufs Tor, nachdem Luca Umbauen ihn da so halb einlädt, den doch bitte reinzuschießen. Aber das übernimmt dann kurz drauf ein Bekannter bei Arminia Bielefeld. Fabian Klos mit Saisontor Nummer 2 bringt die Arminia wieder ran. Natürlich Fabi Klos, der hier wieder Leben einhaucht in seine Bielefelder. Ganz unglückliches Ding für den Sportclub. Und Mitch Kniat schaut auf die Uhr. Wie lange bleibt uns noch, um hier das Ganze zu drehen? 11 Minuten Verschluss, dann aber Jari Otto, 3-1, Sportclub Verl. Da ist nichts mit drin, weil man hinten einfach nicht sicher genug steht. Besonders bitter Fabi Klos ist es, der da den Ball an den Fuß kriegt, unglücklich vorlegt für Jari Otto, der den Ball satt trifft. Kersken noch dran, kann aber auch nicht das Schlimmste verhindern. Und so gewinnt der Sportclub gegen Arminia Bielefeld mit 3-1. Wir haben uns vorgenommen zu gewinnen. Wir wollten den Fans was zurückgeben, so dass alle so zahlreich erschienen sind. Freude und so. Und ich glaube, wir haben es dann vernünftig gemacht mit dem 3-1 heute. Die Krise bei Arminia Bielefeld verschärft sich. Die Enttäuschung merkt man deutlich. Das kann nicht unser Anspruch sein. Also das kann nicht unser Anspruch als Mannschaft sein, dass wir hier auf dem Dienstagabend in Verl verlieren. Bei allem Respekt vor Verl und herzlichen Glückwunsch an Verl, aber das kann nicht unser Anspruch sein. Zwischen Anspruch und Realität liegen an diesem Abend aber Welten bei Arminia Bielefeld. Und so feiert der Sportclub Verl den Sieg gegen den großen Nachbarn aus Bielefeld. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.